Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Ja, ich habe ein bisschen Livestream gemacht. Das könnt ihr natürlich in der Playlist auch anschauen. Und ich bin recht weit gekommen und ich freue mich so extremst wieder auf Diablo 3. Das ist Wahnsinn. Also, ich habe den Ring bekommen, der ist im Würfel. Endlich gefunden. Klar, ich passe nicht zu Jetzt jedem, müssen wir aber noch eine passen Rüstung Sie sich haben, mir an, aber ihr wollt nie wieder jemanden ja, halt die anfassen. Schnauze, bitte. Das Coundrill, Schuft, ja genau, Schuft. So, und dadurch habe ich eben den Helm frei, habe ich den Member wieder reingetan, sorry wegen dem Abwürgen. Ja, und ich habe ein paar Items verstärkt. Ja, das ist eigentlich. Ja, die sogar. Ja, natürlich die Gems. Und, ja, heute müssen wir mal schauen wegen einer Rüstung. Aber ich habe echt keine Rüstung, die mir gebräuchlich ist. Nur Setzrüstungen. Also machen wir mal. Ja, ein Greater Rift für den Anfang, So, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Ich mache auf 34. So. Ja, also Diablo 3 macht so viel Spaß mir, das ist Wahnsinn. Der Schaden ist nicht gerade groß jetzt im Moment. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt. Ja, wir müssen einfach weitergehen. Ich sehe gerade, der Schaden ist nicht so groß. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Problem ist, aber wahrscheinlich einfach da unten links die Anzeige für Schaden ist natürlich noch nicht oben. Ja, jetzt ist es schon viel besser. Ich bin ja sowieso Dauer Berserk-Modus. Deshalb geht es gut. Weil die Monster haben extrem viel Leben, hä? Und gar keine Elite oder Champions. Okay. Ah, jetzt. Zwei sogar. Nein, nein. Oh, noch ein bisschen Scheiße, die Uran, hä? Ich hoffe, mit der Qualität ist gut und mit der Lautstärke, sonst sagt es mir bitte. Weil, ich habe das Gefühl, es ist von Game zu Game anders oder sonst irgendwas. Ich bin noch nicht so glücklich mit dem neuen Headset, da brauche ich einfach ein bisschen Feedback, wie es ist. Sonst, noch nicht bereit. Habe ich nicht so viel zum Livestream-Zeit, weil ich einfach momentan sehr beschäftigt bin, viele Termine bei den Ärzten habe, auch um meinen Rücken zu MRE'en, also ja, in die Röhre reingehen, damit ich endlich Klarheit habe, ob es wirklich auch Morbus Scheuermann ist. Und wenn nicht, dann habe ich halt einfach etwas Ähnliches oder keine Ahnung. Aber ich denke, es ist Morbus Scheuermann. Das suchte ich auch schon ständig. Ich bin dann wieder von Arzt zu Arzt gegangen und habe das. Niemand wusste von dieser Krankheit. Erst dieser in Büren, also in meinem Nachbardörfchen, wusste, dass es Morbus Scheuermann ist. Also von Morbus Scheuermann. Das Extremste, wie selten die Krankheiten sind. Ich bin natürlich dieser Pechvogel von, ja, von dem maximalen Ausstoß. Man muss natürlich so etwas ertragen können, oder? Tja. Aber eben, ich nehme es immer gut an. Also ich habe noch nie Probleme gehabt, solch etwas zu akzeptieren und sonst irgendwas. Ich bin nun mal eine Kämpfernatur und nicht so harmlos wie andere. Mehr eher, ja, arme Teufel. Wenn ich mir nochmal bedenke, wenn sie irgendwas haben, zum Beispiel Schnupfen, sie sich schon extremst. Und ich habe Schnupfen fast jeden Tag, also es liegt einfach an meiner Krankheit und vor allem von Asthma, allergisches Asthma.
Das ist eine schlimme Krankheit. Das normale Asthma geht ja noch, man tut ja nicht so viel laufen und rennen und so weiter. Aber dann... Noch nicht bereit. Die haben dann wirklich mega Probleme. Also ich. Habe schon echt Probleme. Überall ist Allergie um sich. Also ist da fast jedes allergisch. Alle Pollen, Gräser, Haare, auf vieles ist man allergisch und muss halt aufpassen. Ist ein bisschen zu laut, habe ich das Gefühl. Es ist immer, dieses Spiel ist immer zu laut. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich neu starte, ist das Spiel wieder lauter. Ich weiß nicht, was Blizzard macht. Sorry, aber ich weiß wirklich nicht, was Blizzard macht mit dem Sound. Das ist ja Wahnsinn. Das nervt halt einfach, oder? Gewaltig, wenn der Sound immer wieder lauter wird. Noch nicht bereit. Was sind jetzt zwei, hä? Ein Champion und ein Elite-Gegner. Oha. Und da kommt man schnell vorwärts, hä? So Riftswert möchte ich immer haben. Auch wenn wenige Elite sind, komme ich trotzdem extrem vorwärts. Und wieder ein Level up, hä? Jetzt sind wir schon 171. Boah. 171. Ah, da ist ja einer. Dich habe ich gesucht. Schön, jetzt haben wir schon fertig dann. Ich hatte wirklich immer wieder Spaß an Diablo 3. Nicht nur wegen, ja, weil es neue Patches natürlich gab oder so, sondern auch wegen der Schnelligkeit. Ich liebe einfach das Spiel, weil es so schnell ist. Wieso können Spiele nicht immer so schnell sein und so weiter? Spiele müssen doch schnell sein, damit man, ja, einfach Spaß hat. Noch nicht bereit. So langsame Spiele kann ich nicht ab. Also Champion zu verdecken ist jetzt zu etwas, das zu langsam ist für mich. Da muss ich schon recht viel mich beherrschen können. Aber es gibt natürlich Menschen, die mögen langsame Spiele. Das ist klar. Aber ich bin nun mal nicht so. Ich bin ein Rowdy. Einer, der richtig viel brutale Spiele spielen will und auch schnelle Spiele spielen will. Und werde einfach auch manchmal immer wieder enttäuscht, oder? Noch nicht bereit. Ich brauche Mut. Das ist nun mal so. Ja. Und tschüss. Tschüss. Das geht noch. Tschüss. Der wollte einfach nicht sterben. Oder sie. Mein Name ist Sidea Abklatsch. Das kann Blizzard gut. Einfach alte ja, Gegner abklatschen. Ja, dann machen wir das weiter. Eben, wir machen wenig Schaden, wenn der Blitz nicht ich Ding ist von Lichtkranz. Der Lichtkranz ist wirklich extrem stark beim Wirbelwind. Aber wird nicht mal, glaube ich, empfohlen, oder? Ich glaube, das wird nicht empfohlen. Keine Ahnung jetzt. Jetzt haben wir den. Haben wir den nicht schon? Hm, scheinbar nicht. Ah ja, das ist bei dem, der geschlagen. Das ist noch ein anderer. Hey, pst. Den meine ich. Derben der Mächtigen. So, Hungerpfeil hat zusätzlich zu durchschlagen. Den Hund 300. Speer, den brauchen wir. Jetzt machen wir mal das so, dass wir hier unten rechts alle hintun, die wir, ich glaube, den müssen wir in den Würfel tun. Naja, komm, sparen wir das jetzt gerade einen Moment auf. Und schauen, dass wir noch irgendwas verzaubern können besser. hier nochmal kurz.
Ein maximale Loot. Also schon kosten. Jetzt haben wir schon 173, das geht so schnell. Also, eigentlich möchte ich ja hier das weg haben, aber. Naja, kritische Treffer schon, dann. Ja, ich will schon Abklimmzeit. Reduzierung. Hier wäre höher, hä? 8 wäre hier. Aber die hier haben wir eine schlechte Chance. Ja, hier haben wir beide Sockel reingeschossen. Also ist auch der Sockel. Da muss doch mehr Stärke kommen. 57. Scheiße. Der ist wichtiger. Bei. Komm, machen wir das mal hier. Zerfleischen. Ah, 6, auch 6. So ein Mist. Nein, ich möchte nicht so Scheiß. Ich möchte nicht so einen Scheiß haben. Tsch. Wir haben wieder so viel Pech. Aber Uran, ja. Müssen wir dann auch mal nehmen, hä? Wir haben nur Pech gehabt. Scheiße. Also jetzt gehen wir kurz, nur kurz. Nochmal kurz Goblin jagen gehen. Nur hier. Und eventuell. Ach komm, wir gehen noch in die. Fallen hin. Wie heißt das? Ja, einfach dem letzten Level von Octans hingehen noch kurz. Ja, die Gegner machen Schaden und haben viel Leben. Noch nicht bereit. Wir müssen ein bisschen verstärken und singen. So. Wir müssen eventuell eine Stufe runterstellen, eventuell ist wirklich. Scheiße geht, aber naja, es ist schon relativ gut. Es mag es einfach nicht so, wenn die Gegner nicht tot zu kriegen sind. Ja, mach noch da schauen. Das werden wir dann in einem Great Rift noch schauen. Wir müssen ja jetzt nur Goblins suchen. Tja, keine, hä? Hallen der Agonie, stimmt. Kann ich mir nicht so gut merken, diese Halle. Weil eine Halle ist es ja nicht, also komme ich immer so ein bisschen draus. So würde ich es nicht merken können, weil es eine Halle heißt. Ich habe den dunklen Einfluss abgeschüttelt, der mich überwältigen wollte. Und sehe die Dinge nun vollständig klar. Ja, ja, vollständig klar. Diese Verschwörung der anmaßenden Dorfbewohner, die mich durch Albrechts Entführung schwächen wollten, wird. Du bist psychisch zerstört. Psychisch labil. Wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder aufspießen. Ey, halt die Fresse. Also jetzt geht's zu weit, lieber Lorik. Lorik, ich werde dich sowas von bashen. Zerstören. Vernichten. Zerstören. Vernichten. Zerstören. Ich brauche mehr Zeit. Ich liebe das Chaos aus Warhammer. Warhammer 40.000. Meine Hiebe vernichten. Na, vernichten, zerstören, vernichten. Ach ja, muss ich auch wieder mal spielen. Dawn of War oder so etwas. Noch nicht bereit. Na, kommt ein Goblin jetzt endlich? Ich mag's nicht, wenn keine Goblins erscheinen. Dann haben wir immer so Problemchen. Mit den Haustierchen. Die Haustiere werden aussetzen, dass sie nicht befreit werden.
Ja, da haben wir mehr als genug Zeit. Boah, das wackelt. Das ganze Bild wackelt. Immer hin und her. Was? Das war alles? Okay. Jetzt müssen wir wieder zurück. Hey, Alo, nimm mit. Wo haben wir Goblins für unseren Spaß? Das geht noch nicht. Vulkatos führt meine Hand. Geht ihm das durch? Sonst müsste ich wirklich mal ohne Aufnahme die suchen, hä? Dass es zu langweilig wird. Ja, die Videobindung ist noch nicht ganz so gut, also viele Leute scheinen halt nur kurz rein und dann schauen sie weiter. Meine Hiebe vernichten. Kann ich aber eben nicht so viel dafür, das ist einfach YouTube. Also eine bessere Videoschaubindung würde ich gerne genießen, sozusagen. Könnt ihr mir viel helfen. Einfach damit, dass ich auch zwischendurch etwas erzähle und so. Also, wenn es auch langweilig ist im Spiel, ich werde natürlich euch unterhalten versuchen. Wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Jetzt muss ich noch kurz zu Lorik gehen, aber nicht ihn besiegen. Sondern einfach durchzulaufen wegen dem Goblin. Das geht noch nicht. Ist es scheinbar nicht. Ah, hallo. Grüße, meine Damen. Seid ihr schön wackelig? Ja, seid ihr wackelig? Das genieße ich natürlich. Wenn sie schön wackelig sind, dann seid ihr schneller tot, gell? Okay, die machen fett Damage. So gut. Ich hier so viele Wirbel verbreite. Das ist das Blöde, wenn ich zu viel wirble, dann habe ich natürlich sehr viel Probleme, den Schaden einzustecken, weil so viele Blitze rauskommen. So, sehr schön. Können wir auch gut leveln, hä? Okay, also nicht so viel. Aber das geht noch nicht. Schon gut, wenn man so leveln kann, ne? Eine Grüße? Ja, ist denn jemand hier, ne? Ja, ist wirklich nichts. Was habe ich heute für ein Pech? Ich hab das größte Pech des größten. Ah ja, das Ding-Portal müssen wir mal machen. Das Pony-Level. Müssen wir mal die Rohstoffe suchen. Scheiße. Ja, werden wir noch ein bisschen aufsparen. Hä? Oh, Rad Neu. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das ist der, der immer Gift versprüht. Genau. Der stinkt. Der stinkt, der hässliche. Ah, ich weiß schon, was ich mit Warhammer mache. Ich mache Warhammer Online, da gibt es einen Server, der Warhammer Online noch am Laufen hält. Werde ich mich da registrieren und so weiter. Mal Warhammer Online spielen. Weil, ich habe das damals in der Beta gespielt und dann war es ja so teuer und ich konnte nicht mehr weitermachen. Also, weil ich kein Geld hatte, keine Möglichkeit zu zahlen. Hatte ich schon ein bisschen damals. Das größte Problem war einfach, noch nicht bereit. Ich bin, glaube ich, falsch. Ich sollte nicht hier sein. Ich wollte eigentlich zum Turm. So. Weil ich einfach nur PaySafe Cards hatte und damals ging das nicht, PaySafe Cards zu zahlen bei MMORPGs. Geht eigentlich immer noch nicht. Vor allem bei World of Warcraft geht's nicht. Kann man mit PaySafe Card nicht zahlen.
Ah, die natürlich wieder böse sind. Ich bin schwer verletzt. Wo ist er jetzt? Ah, ist er tot? Nein, da ist er. Ich brauche mehr Zeit. Was bist du schnell? Mann, oh, diese Gegner nerven mit ihren Lasern. Das sind wieder Laser-Spammer. Es gibt immer wieder Gegner, die spammen diese Laser. Das ist nicht normal. Jetzt geh weg! Ich warne dich, wer du gehst. Verschwindest du gut. Endlich mal tot. So, jetzt gehst du weg. Laser-Spammer. Jetzt gehst du weg, endlich. Hopp, stirb. Ein würdiger Gegner. Ich übertreib mal wieder. Aber das war so cool. Ich hatte wirklich Freude an ihm. An dem Goblin ihn zu jagen. Ab der Laserspawn, der war wirklich böse. Ah ja, jetzt ist sowieso fertig. Also, dann gehen wir noch kurz hier hin. Ja, kümmert euch um diese Goblins. Nein, es sind irgendwelche kleinen Mini. Ich weiß nicht mehr genau, wie man die nennt. Jeez. Kobolde? Das ist nicht. Nein, Kobolde sind die ganz kleinen. Ach egal. Ich spiele ja so viele Games, kann ich nicht immer alles behalten. Spacken. Hey, du Spacken. Noch nicht bereit. Tschüss. Ich werde sowas von abhauen. Jetzt kommt noch einer. Na, ihr Kleinen. Kleinen Süßen. Also, jetzt ist fertig, ne? Was könnten wir jetzt heute noch machen? Wir gehen ja auf jeden Fall in die Stadt. Wir haben ein normales Rift, oder? Jetzt ist die Frage. Jetzt machen wir eins niedriger und machen die Schlüsselwächter. Wir haben wahrscheinlich noch nicht alles, ne? Machen wir die mal alle hier oben hin. Haben wir schon alle? Ja. Mal kurz schauen. Zur Schmiede. Ich glaube, ich muss alle auf einmal machen, oder? Da müssen wir sammeln. Hm. Also, welchen haben wir wenig? Ich weiß gar nicht, wo sie sind. Habt ihr mit Orek? Also, den da müssen wir machen. Genau, voll auf die Omme. Hallo, Drago. Drago. Dragus. Ja, danke für das Gold. Brauche ich aber nicht. Mehr. Ich brauchte ja recht viel. Ein paar Parts. Da ist einer. Ein Goblin für mich. Für Drago. Ein Goblin für Drago. Ich habe neue Kraft geschöpft. Danke. Sehr nett. Wunderbar. Aber wie viel Probleme Blizzard mit diesem Goblin hatte, dass er einfach viel zu viele Goldstücke gesammelt, gedroppt hat. Jetzt hat er so Goldberge. Das finde ich auch lustig. Ich dachte immer zuerst, das sei irgendwas zum Aufhalten mich, dass ich das Gold nicht einsammeln kann oder so. Dabei sind es Gold, ja, Säcke oder Berge oder sonst irgendwas. Alles Mögliche.
Stirb, du Spacken. Noch nicht bereit. Mehr Mut. Gut, einen hat gedroppt. Dann der nächste ist ein 4. Machen wir noch 1 und 2. Ah, ja. Oh, yeah. Kommt schon einer. Also hier könnten wir noch einen Goblin finden. Also müssen wir Ausschau halten. Ach ja. Wenn die Gegner so leicht sind, können wir schon ein bisschen mehr machen. Weil irgendwo hier gibt es auch noch eine Transport-Modifikation. Das ist gar nicht was. Aber scheinbar sind recht wenig Gegner. Ja, die violett sind. Ich brauche mehr Zeit, nicht genug Mut. Ja, so geht es recht schnell, hä? Ja, jetzt brauche ich einfach die wichtigen Items, vor allem die Vulkatos-Schwerter. Das ist schon wichtig. Und sonst muss ich wirklich einen anderen Bild machen bald. Eine Frage an die Profis. Was soll ich denn machen mit meinen Items, die ich schon habe? Gibt so wenig, dass ich machen kann, oder? Erdeset brauche ich komplett am meisten. Ich mache den Hüpfer. Aber alles andere, ja, wird schwer. Und wenn wirklich Path of Exile einmal nicht so nett ist, mache ich mal Diablo 3 Season komplett. Vielleicht mit dem Totenbeschwör, wenn er dann da ist. Aber wahrscheinlich schon früher. Mache ich mal wirklich mit Elite, also extrem schnell. Aber habe auch nicht so viel Zeit. Das Problem ist einfach, wenn du Fußballer bist, dann musst du natürlich trainieren und trainieren und trainieren. Hast fast keine Zeit und bist am Abend eigentlich froh, dass du Livestreamen kannst und so Sachen. Weil ich nehme um 5 Uhr morgens auf, weil ich am Vormittag und am Mittag nicht abnehmen kann. Lade es dann hoch und dann, ja, gehe ich trainieren. Und das ist zwar mega hart, also niemand würde mehr mit mir das mitmachen. Niemand. Auch der härteste Strongman oder so. Könnte das mit mir nicht mitmachen, was ich trainiere, das ist Wahnsinn. Das müsst ihr dann sehen, wenn ich Vlogs mache. Das ist extremst. Ich werde euch alles zeigen. Ich werde sehr besondere Vlogs machen, die einfach alles ein bisschen zeigen, was ich mache. Ich muss nicht Star werden mit Vlog. Das muss ich nicht. Und will ich auch nicht sein, ein Star. Aber ich möchte einfach euch die Sachen zeigen, natürlich. Und dann seht ihr mal, was ich also nebenbei auch mache. Also Sport und so weiter. Und wie ich vor allem aussehe, möchte ich euch schon bald mal zeigen. Aber ich habe meine Webcam, muss noch eingestellt werden und alles. Das braucht lange, weil ich kenne mich überhaupt nicht mit Webcams aus. Das ist meine erste Webcam. Die hat ein Vermögen gekostet. Das ist eines der besten, ich glaube sogar die beste Webcam, die man im Handel erhalten kann. Online kann man vielleicht noch bessere erhalten, aber die gibt es nicht im Handel. Also ihr werdet sehen, wie gute Qualität es ist. Und natürlich Full HD. Glaube ich, oder ist nur HD, aber extrem gut. So, auch wieder ein, hä? Sehr gut. Genau, ich muss nämlich die wegnehmen machen.
um dann in den zweiten Akt zu gelangen. Hierhin. Ach, läuft doch sehr gut, hä? Ja, aber das Video wird langsam zu lange. Mache ich ein bisschen längeres Video. Muss einfach schauen, dass ich heute noch das hochladen kann, sonst... Oh je. Was wird nur aus mich, wenn ich heute nicht alles hochladen kann? Die alle Weltprobleme, die ich habe. Ja, ja, mache ich heute weniger Livestream, wenn es nicht geht. Nur Minecraft zum Beispiel. Ja, ein paar Fixer werde ich mal in der Nacht, also später auch mal. Einfach um 22 Uhr oder so. So. Also, ich bedanke mich fürs Schauen. Im nächsten Part gibt's dann die Sachen hier. Oh, 3 sogar. Nicht schlecht. Tschüss, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen.